Haare sind frisch gewaschen, deswegen sitzen sie auch so perfekt, ja. Also, Dragon Hill, ein wunderschön. Ja, was haben wir heute auf der Uhr? Bevor ich das vergesse, erstmal euer Applaus. Ja. Es ist Freitag, Wochenende, die beste Zeit der Woche, sage ich immer. Ja, wir wollen uns, man sieht es schon, Jörg Sprave, anschauen. Ja, das brutalste Luftgewehr, Test am Limit. Okay, wollen wir uns das mal anschauen? Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich rein. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache das mal. So, das heißt, wir müssen hier einmal nochmal kurz umswitchen. Machen das hier nochmal ein bisschen größer. Und können dann letztlich... Wieso macht das jetzt nicht größer? Zack. Jetzt. So wollte ich das haben. So, Kamera ist gewechselt. Nee, noch nicht. Zack, haben wir auch die Kamera gewechselt. Ja, Regie, ne? One-Man-Show. So ist es nun mal. One-Man-Show. Das ist das Problem. Okay, wir gehen aber jetzt gleich rein. Ich muss einmal nochmal hier Keyboard aktivieren und... Willkommen zum Slingshot-Channel. Jo. Ja, die Challenger von AER, das wohl krasseste Luftgewehr, was jemals durch die PTB-Prüfung gekommen ist. Also in Deutschland für Gummikugeln, zielgenau bis auf ungefähr 3 Meter, weil die Gummikugeln mit dem gezogenen Lauf nicht so gut harmonieren. Aber man muss das als Training für den Ernstfall werten in Deutschland. Ne, also, jetzt habe ich es gar nicht geladen, aber man... Habt ihr das eben gehört? Training für den Ernstfall. Okay, jetzt wissen wir, was uns erwartet. Er ist voll in sein Element, man merkt es. Ja, also, ja, der Ernstfall, er kommt. Diesen Winter, glaubt's mir, ja. Ich hoffe, ihr habt schon ordentlich, ne, Reserven angelegt und so weiter, Decken gekauft. Ich lasse mir gerade einen Bart wachsen, damit ich nicht im Winter frieren muss, ja. Der kann nachher bis zum Boden gehen. Also von daher, heile Welt, wir gehen weiter, aber der Ernst vollkommt. Er hat es eben gesagt, habt ihr selber gehört. Merkt schon, also da sitzt nicht viel hinter. Das ändert sich, wenn man die Drosseln ausbaut, beziehungsweise die Exportteile einbaut, die bei jeder Waffe mitgeliefert werden. Denn dann hat das Ding über 700 Joule in der Spitze. Und was man damit machen kann... So, also das bedeutet, man umgeht somit das Waffengesetz in Deutschland. Wenn man sie ausgebaut hat vorher oder beziehungsweise ein anderes Teil mitliefert, was man dann selber einbauen muss, dann ist er aus dem Schneider. Und wenn du dir die Waffe geholt hast, dann hast du den Bumerang. Okay, cool. Ja, hat er gut gemacht. Muss man ihm lassen. Hat er gut gemacht. Ich finde das dreist, dass sowas überhaupt durchgelassen wird. Oder, ne? Ja, genau. Aber man sieht, guck mal, sein T-Shirt. Wir wollen jetzt mal über sein T-Shirt reden, ne? Das kenne ich von mir selber auch. Haare, das würde ich sagen, die kleinen Punkte, das sind Schuppen oder so, ja. Ja, genau. Kenn ich. Das konnte ich natürlich nicht in Deutschland rausfinden, extra in die USA gefahren, beziehungsweise geflogen und habe dann mit dem Matt und dem Mike, meine Leute aus USA und UK, geprüft, was man mit dem Ding wirklich anrichten kann. Und das könnt ihr euch jetzt anschauen. Ich beame zurück zu meinem Selbst von vor ein paar Wochen in Kalifornien auf dem Schießplatz. Jetzt bin ich hier in den USA, in Kalifornien, auf einer, wie man hört, auf einer Schießanlage. Also alles legal. Und ja, jetzt werden wir schießen. Natürlich nicht mit den Gummibällen der kleinen Variante, der deutschen Variante, sondern mit diesen echt gemeinen Hohlspitzbleigeschossen. 6 Schuss im Magazin, 650 Joule. Los geht's. Also in Deutschland sind Gummikugeln erlaubt, ja. Aber er testet jetzt die Waffe, damit wir nachher sehen, wenn wir uns auch solche Kugeln besorgen, was die kann. Krass, krass. Es ist wirklich krass. Man kann ja unterschiedlicher Meinung zu Waffen, also ich bin jetzt nicht der Waffenfan, obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Onkel, der lebt schon sehr lange nicht mehr, als ich jung war, wie alt war ich da, so 8 Jahre, 9 Jahre alt, ja, da durfte ich mit einem echten Revolver, so einem Cowboy, ich war Cowboy-Fan, Cowboy- und Indianer-Fan, ja, ich hatte auch ein Indianerzelt gehabt und so weiter, ja, und ich hatte, und er, mein Onkel, hatte so eine riesengroße, wie man das aus dem Cowboy-Film kennt, ne, so einen Trommellauf und so weiter, damit durfte ich schießen.
Ey, Digga, mein Arm ist nach oben geflogen. Hätte ich nie mit gerechnet. Ich war da so cool, ne? Da waren so, keine Ahnung, vielleicht 5-6 Meter. Ja, 5-6 Meter war das. Auf eine Holzkiste geschossen, die mit drinnen mit Sand gefüllt war. Ja, das hatte er so bei sich im Keller gehabt. Die hat auch die Kugeln selber gegossen und so weiter. Das haben nachher meine Eltern geerbt, aber die haben das, glaube ich, weil sie Schiss hatten, das an irgendwie so einen Waffenhändler oder sowas, keine Ahnung, also so einen Typen mit Waffenschein verkauft, ne? Weil sie damit nichts anfangen konnten. Ja, genau. Nur mal so am Rande erwähnt. Die hier wiegen 15,79 Gramm, 78 Gramm, ja. Wir fangen jetzt an mit Waschbetonsteinen als Ziel und auf 50 Meter Distanz. 50 Meter? 50 Meter. Ey, ihr wisst, ne, das sind diese dicken Waschbetonsteine, die haben Gewicht. Also die sind jetzt nicht irgendwie, ne, dass man sagen kann, die sind jetzt irgendwie so klein oder sonst was, sondern die sind richtig dick. Ja. Wow, so. Ich hab's genau in der Mitte getroffen. Ich glaube, krass. Krass. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Da. Boah. Voll durch. Das muss ja hinten wieder rausgekommen sein, ne? Sieht, das hat ein ordentliches Loch hier reingepustet und hat das ganze Ding geknackt. Nee, Wahnsinn. Aber ist nicht durch. Dann versuchen wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer zu treffen. So, jetzt werde ich zwei Schüsse. Obwohl, das ist schon krass für ein Luftgewehr, ne? Also und dabei muss ich das in 4 Sekunden schaffen, weil das ist die Zeit, die die Phantom-Kamera speichern kann im Loop. Und wir werden sehen, ob ich es schaffe. Oh. Wow. da sieht man, da kommt ja das Kind im Manne her zum Vorschein. Wusch. Und das ist jetzt in Deutschland erlaubt. Die Waffe kannst du ohne Waffenschein, wenn ich das richtig verstehe, ohne Waffenschein kannst du dir die Waffe holen. Eins von den Geschossen, mit dem wir den... Mal ernsthaft, das ist doch krass. Das ist doch verdammt krass. Damit kannst du auch, ja, er hat ja schon gesagt, ne, für den Winter letztlich gesehen, dass man sich so eine Waffe für den Winter holt, damit man, ne, im Prinzip vorbereitet ist auf den Ernstfall. Ja, aber damit kannst du wirklich jemanden platt machen, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist jetzt, hat er am Anfang ja klipp und klar gesagt, eine Waffe, die, so wie ich das, also ich bin jetzt kein Waffenfan, ne? Also korrigiert mich, schreibt es in die Kommentare, falls ich da falsch liege. Aber die darfst du ohne Waffenschein kaufen. Oder braucht man für ein Luftgewehr einen Waffenschein? Ich glaube nicht, ne? Also ich finde das krass, dass sowas frei verkäuflich ist. Ja. Also hammerhart, muss man ganz ehrlich sagen. Stein zertöpert haben, haben wir wieder gefunden. Guckt euch das mal an. Hey, guckt ihr das mal an. Oh, jetzt schießt er auf. 5 Wasserflaschen, 50 Meter. Wusch. Jetzt stell mal vor, das wäre jetzt eine Person. Das kann doch nicht wahr sein, dass sowas erlaubt ist in Deutschland. Okay, da ist es nur mit Gummikugeln, aber man sieht ja, wie leicht man sowas umrüsten kann und damit eine scharfe Waffe hat. Ne? Also die Waffe ist für mich scharf. Das ist eine Waffe, mit der du jemanden platt machen kannst. Forever, ne? Steinblock, den Zementblock total kaputt geschossen hat. Und jetzt schießen wir aus sehr kurzer Entfernung auf diesen Gelblock, in der Hoffnung, dass diese gemeinen Rotspitzgeschosse das Ding auch zerlegen, indem sie expandieren. Aber das wissen wir noch nicht. Alright, and go! Go! So, jetzt schaut mal, boah, durchgegangen, aufgepilzt. Jetzt nochmal langsamer, was eine Ausdehnung. Und da kommt das aufgepilzte Geschoss. Man sieht ganz deutlich, wie groß das geworden ist. So, jetzt langsam ernst. Wir haben hier eine Kokosnuss, dann ist die Gelatine und ein richtig schönes fettes Stück Leder. And. Krass. Sowas wiegt doch auch was, ne? Das muss doch auch Gewicht haben, das Teil. Also eine Kokosnuss hat schon ein Gewicht. Diese Gelatine hat doch garantiert auch ein Gewicht, ne? Und das ist ja richtig gejumpt, ne?
Nicht, dass ihr denkt, dass jetzt hier das Kind im Manne hervorkommt. Ne? Obwohl, man muss fairerweise sagen, so eine, deswegen hat er seinen Channel ja so eine hohe Followerschaft, ne? Dass, ja, da kommt die Männlichkeit hervor. Ne? Da merkt man so den Urinstinkt des Mannes. Ja. Ich bin kein Andrew Tate-Fan, oder? Nein, bin ich nicht. Aber ja, das jetzt mal zu sehen, doch, ist schon krass. Krass. Muss man, also ich sage jetzt mal so, wenn das jetzt nur so ist, ja, es ist ja okay, muss man ja fairerweise sagen. Ja, da kommt, dann kann man sagen, okay, das ist so der, das Kind im Manne, was da irgendwie hervorkommt, ja, oder der Mann im Manne oder wie auch immer. Aber er geht ja mit der, oder macht ja die Anspielung für den Ernstfall jetzt Deutschland, ja. Und das ist das, was ich, muss ich sagen, dann auch kritisiere. Klar, man kann sowas jetzt, man kann sich jetzt vorbereiten, dass wir jetzt hier den großen Aufstand kriegen oder sowas, keine Ahnung, ja. Aber, ja, es gibt sicherlich viele Leute, weil sonst würde er nicht so viele Waffen nach Deutschland liefern, die sich wirklich schon darauf vorbereiten. Und das, finde ich, ist das Krasse. Das ist das Krasse, weil du weißt ja nicht nachher, welche Person mit welchen Intelligenzquotienten welche Waffe in der Hand hat. Ne? Und das ist, ja. Aber gut, das ist dann auch wiederum, begreife ich dann auch nicht, warum Vater Staat so eine Waffe dann zulässt, die man so leicht umrüsten kann. Weil die wird ja, letztlich gesehen, wird die ja irgendwo geprüft und abgenommen. Und da sitzen ja keine Idioten, sondern da sitzen ja eigentlich Leute, die Ahnung haben und die eigentlich wissen müssen, wie leicht man so eine Waffe dann umbauen kann, ne? Dass sie so, ja, ich sag mal, ins, ja, ich sag mal, Tötungsmaschine wird, ne? Also damit kannst du ja nun wirklich Leute platt machen. Das hat man ja eben klipp und klar gesehen, ne? Hier sieht man, was passiert. Das schlägt ein, mein Gott. Guck mal, wie das ganze Ding abhebt und wie das Kokosnusswasser da rausspritzt. Der Latten da drunter natürlich auch weggeflogen. Ist das den ganzen Block, der wiegt bestimmt 5 Kilo, wenn nicht mehr. Den hat es komplett angehoben. Da spritzt immer noch das Kokosnusswasser raus. Also der Energietransfer ist der absolute Wahnsinn. Schon irre. Wir kriegen das jetzt nochmal in einer noch langsameren Version. Hier sieht man auch, wie die Druckwelle sich vor der Kokosnuss ausbreitet. Also bei einem Luftgewehr habe ich sowas noch nie gesehen, noch nie. Ihr seht auch das Stück Leder davor, das zappelt. Das hat natürlich null Widerstand gegeben. Die Härte. Ja, das war ein wirklich beeindruckender Schuss in diesen Ballistik-G-Block mit der Kokosnuss. Und die, natürlich das Aufpilzen des Geschosses war die Wucht. Jetzt habe ich ausgerechnet, dass die Energie ungefähr dem entspricht, wenn man so eine 45 ACP aus einer 1911er Pistole verschießt. Vielleicht sogar ein bisschen höher. Naja, jetzt ist die Idee, dass wir das gleiche nochmal machen mit der 1911 und dem, mit der 45 ACP. Aber das ist natürlich kein Hohlspitzgeschoss. Also war der Phil mutig genug und hat einfach ein Loch hier reingebohrt in das Geschoss. Und jetzt sollte das in etwa vergleichbar sein. Wir machen den Test einfach und sehen, was passiert. Ja, und jetzt haben wir zum Vergleich mit der 1911 in 45 ACP drauf geschossen. Wunderschöne Waffe, gehört dem Phil. Na? Und da sieht man es. Dass die zum Luftgewehr oben und unten die 1911er vergleichsweise armselig aussieht. Ist natürlich trotzdem durchgegangen, aber welches Geschoss mehr Schaden? Das ist schon krass, ne, wenn man sich das anschaut. Also guck mal, das da unten war eine echte, die kenne ich aus PUBG, ja, echte Gun, ja, eine echte Gun mit einer echten Kugel und oben Luftgewehr, was ja eigentlich, ne, im Vergleich, also eigentlich so mehrere Levels darunter liegt, so für mein Gefühl, die viel mehr Power durch diese Umrüstung hat und so und frei angeboten wird auf dem deutschen Markt. Hey, das ist sowas. Ja, schwer nachvollziehbar. Wirklich schwer. Aber wir kriegen Herbst oder Winter, ja. Sollten wir dran denken, wir kriegen einen harten Winter. Okay, wir machen weiter. Verursacht hat, das dürfte wohl klar sein, oder? Ja, die Bilder sprechen für sich, ne? Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, aber wir haben die Kugel gefunden. Viel Speed hatte sie nicht mehr, als sie durch war. Und man sieht auch warum. Die ist komplett aufgepilzt. Hier sieht man noch die Züge des Laufs.
Wunderschön, oder? Gut, wir schießen jetzt hier mal auf 100 Yards. Das sind so ungefähr 90 Meter. Das ist das Nächste, was wir hier haben. Wunderschön. Und er strahlt. Er macht den Strahlemann hoch 3. Ey, da sind eben 1000 Kinderherzchen wurden glücklich gemacht. Ja, okay, wir sind halt Männer. Das muss man einfach so sehen. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Ja? Männer sind schon in gewissen Sachen irgendwo ein bisschen zurückgeblieben und auch manchmal ein wenig primitiv von der Denkweise her. Ja, Neandertaler, ne? Irgendwo schon. Ne? Okay, wir machen weiter. Dieser Schießbahn hinkriegen. Da hinten haben wir wieder unsere Betonblöcke. Und ich werde jetzt mal 6-mal schießen und die werde ich mit dem Kroni versuchen zu messen. Das ist ein bisschen an dem Limit der Speeds, was das Kroni kann. Aber ich hoffe, dass ich es trotzdem gemessen kriege, weil ich wissen will, das ist ja jetzt wir starten mit vollem Druck, wie sich das über die 6 Schuss entwickelt mit der Geschwindigkeit der Geschosse. Hi, at least it's in your black eye. Okay, that was 301 meters per second. Krass, ne? That was a hit, and 291 meters per second. Now I'm shooting at the white one. Just high. High? Barely. That was 281 meters per second. Same hit. Okay, I need to go low. That was 272. That hit. Okay, got one. Okay, jetzt muss man ja, das ist ja jetzt eine Entfernung, hat er ja selber angegeben, ne? 290 Feet, 300 Feet und so weiter. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, ne? Dass das jetzt irgendwie 5 Meter oder sowas sind, sondern das ist ja richtig Entfernung. Das muss man jetzt einfach auf diese Entfernung, nicht mit Gummikugeln, weil da hat er gesagt, ja am Anfang, wenn man die Gummikugel nimmt, dass man da 3 Meter Abweichung teilweise hat, ne? Weil klar, ist irgendwo nachvollziehbar. Zumindest vom physikalischen her kann ich es mir gut vorstellen. Aber jetzt hat er ja diese Stahlkugeln da oder was das da sind. Und damit hat er eine Treffgenauigkeit auf dieser Distanz. Und das ist das. Er hat ja Hits gemacht. Ein Hit ist ja immer, dass er getroffen hat. Ja, und es ist schon absolut krank. Das ist krank. Ja. Ja. Also, wir machen weiter. One more, I think. That was 264. Okay, and that was 257. Wow. Aber man hört auch, dass es ein Luftgewehr ist, ne? Vom Sound her. Das hört man einfach klipp und klar, ne? Aber ich hätte nie im Leben gedacht, dass ein Luftgewehr so stark oder, sein kann und auch so weit schießen kann. Also das ist für mich schon wie ein echtes Gewehr. Also das ist für mich ein echtes Gewehr. Also das ist eigentlich, ja, gut. Aber er ist ja dafür bekannt, dass er letztlich gesehen die Waffengesetze, dass er weiß, wie man Waffengesetze austrickst. Und bis die nachgebessert werden, ja, gut, da gehen Jahre drauf oder Jahrzehnte. Ja, und deswegen, er nutzt einfach die Lücken aus. Also das kann man ihm auch nicht zum Vorwurf machen. Ist eigentlich sogar clever. Nur man muss natürlich auch immer davon ausgehen, was ist, wenn jetzt dieses Gewehr in falsche Hände kommt. Ja, also ich sage jetzt mal so, wie man das aus den USA kennt, Amokläufer in der Schule oder sowas, ne? Jemand, der irgendwie, was weiß ich, durchdreht, ja. Gibt ja auch zig Videofilme darüber, wo ne, solche Szenen ja beschrieben werden. Und das ist jetzt frei verkäuflich. Das heißt, irgendeiner, der jetzt irgendwo nicht richtig tickt, kann sich jetzt die Waffe damit holen, ja. Und sie ist frei verkäuflich, macht damit seinen Unfug. Und ja,
Das finde ich ja schwer nachvollziehbar. So bezeichne ich das mal. Ja, ich möchte jetzt keine bösen Worte dafür nehmen, aber es ist schwer nachvollziehbar. Ich kann den Reiz verstehen. Ja, also ich habe früher auch Winnetou und Karl May Festspiele aufgesucht, weil ich absoluter Fan war von solchen Sachen. Hat ja auch, was weiß ich, Cowboy-Pistolen und was weiß ich nicht alles, ja. Indianer-Anzug und sogar ein eigenes Indianer-Zelt hatte ich. Aber ja, ich kann es irgendwo ein bisschen nachvollziehen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt, dass ich jetzt kein Verständnis habe. Wo ich aber Probleme mit habe, ist, dass es so leicht verkäuflich ist. Ja, also wenn es jetzt, wenn das jetzt irgendwo registriert ist, wo man weiß, wo die Waffe sich befindet und so weiter. Ja, ich weiß gar nicht, muss man Luftgewehre irgendwie, braucht man dafür einen Waffenschein? Ich glaube weniger, weil er sagt ja, sie sind frei verkäuflich. Frei verkäuflich heißt es für mich jetzt, dass ich sie mir jetzt bei ihm bestellen könnte. Und sie dann meinetwegen eine Woche später oder wann er auch immer liefert, sie dann hätte, ohne dass es nachvollziehbar ist für irgendeine, ja, ich sag mal, Aufsichtsbehörde oder Polizei oder wie auch immer. Ne? Und das finde ich irgendwo krass. Falls ich mir, also ich bin ja jetzt nicht hundertprozentig in diesem Thema drin, muss ich fairerweise sagen. Mir wird dieses Video immer, oder mir werden Videos einfach, kommt sicherlich von meinem Aussehen, vorgeschlagen, ja, weil ich Jeansweste oder sonstige Sachen halt mag. Aber es ist, ihr wisst, was ich meine, ne? Ich brauche nicht näher drauf eingehen. Also es ist schon mit einem komischen Gefühl in der Magengegend oder ja, Bauch, ja, Magengegend, ne? Genau, versehen. Und deswegen also, ja, nicht nachvollziehbar für mich. Aber wie gesagt, erlaubt. Ah, jetzt muss ich mir mal hier kurz wegmachen. Tja, wieder zurück in Deutschland und wieder zurück bei 7,5 Joule. So, und die offene Waffe, was ist denn jetzt unser Resümee aus den USA? Also wir haben gesehen, das Ding ist total zielgenau. Selbst auf 90 Meter war ich in der Lage, obwohl ich nun wirklich nicht der beste Schütze bin, war ich in der Lage, so einen Waschbetonstein ganz gut zu treffen. Mit dem Ding kann man 6 Schuss machen, ohne dass sich selbst auf 90 Meter Distanz der Haltepunkt in irgendeiner Form spürbar ändert. Man trifft immer noch Fleck. Ich habe tatsächlich sogar ein bisschen zu hoch geschossen, weil ich dachte, es würde etwas stärker fallen. Das hat es aber nicht getan. Das schießt eigentlich noch genau dahin. Die Energie ist der absolute Hammer, vor allen Dingen, wenn man sieht, wie stark das Geschoss aufpilzt, dieses Blei-Hohlspitz-Geschoss. Wo das einschlägt, da wächst einfach kein Gras mehr. Ihr habt ja auch den Vergleich zu der 45 ACP gesehen. Also die zerstörerische Wirkung ist hier absolut, absolut der Hammer. Ihr habt ja gesehen, dass mich mit dem Ding auf 60 Meter mehr oder weniger mit jedem Schuss ein ganz kleines Ziel treffen kann. Überhaupt kein Problem. Auch schnell schießen kann ich damit. Also unter 6 Sekunden zwischen 2 Schüssen finde ich wirklich gut. Zumal das ja auch noch gezielte Schüsse waren und auch beide getroffen haben. Muss man eindeutig sagen. Also und natürlich auch die Möglichkeit, das relativ leicht im Feld zu tanken. Es gibt Kompressoren, die mit 12 Volt arbeiten. Man kann das aus der Flasche betanken und man kann sogar eine Handpumpe nehmen, so für die absolute Handpumpe. Apokalypse. Kann ich also selbst dann völlig unabhängig vom Strom damit schießen. Ja. Stehst da mit der Luftpumpe vom Fahrrad und pumpst das auf. Das ist so krank. Mit so einer Fahrradpumpe, Handpumpe. Das ist für mich jetzt eine Handpumpe. Du nimmst jetzt eine Handpumpe, so eine Fahrradpumpe und ey, das sind die Waffen, die sollten wir in die Ukraine liefern. Mit Handpumpe. Das ist sowas krank. Man sieht ja, es sind ja schussechte Waffen. Mit denen kann man ja Menschen platt machen. Das hat er letztlich gesehen bewiesen. Ja, das ist sowas von krank, also sorry. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht unbedingt der Waffenfreund, aber ja, es ist amüsant. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt selber schießen wollte, mal so auf so einen Schießstand, kann ich gar nicht sagen. Also das wäre situationsgebunden, muss man ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, ich habe auch schon gesagt, dass ich keinen Hate habe gegen Leute, die jetzt irgendwie Waffennahe sind und so weiter. Ja. Ich weiß also, mein Vater hatte was für sich auch zig, hundert Waffenhefte und so weiter, also, ne? Und Bücher und Tralla und mein Onkel sowieso, also, ja, aber irgendwie ist das nicht so abgefärbt auf mich, ja. Ja, gut,
Doch, bei Days Gone, ja. Doch, auch. Oder Night of the Dead, ja, doch, liebe ich auch. Also irgendwie ist es doch schon im Mande drinne. Also, ja. Aber wie gesagt, ist interessant, das Thema. Er macht jetzt, glaube ich, nur noch Werbung, glaube ich, für seine Waffen, dass man die kaufen kann. Oder? Das Gewehr ist jetzt bestellbar. Ja, sage ich doch. Also das können wir uns letztlich gesehen sparen. Ja, die wird irgendwie um die 1000 Euro rumkosten. Das ist so das Preislevel bei ihm. Und ja, also war ein sehr schönes Video. In diesem Sinne, es war sehr unterhaltsam, denke ich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, erstmal hier euer Applaus, logisch, ja. Dragonhell. Und nicht vergessen, wie immer meine Leier. Ah, ich wollte ja ein Video dafür machen, ne? Lasst ein Like da, Follower. Ich will den Button haben, ihr wisst es. Und wünsche euch noch viel.